Ja, hallo, da sind wir wieder. Anhand der Tatsache, dass ich wieder im Bild bin, seht ihr, wir haben Dienstag. Der Januar ist jetzt auch schon fast wieder rum. Ja, ja, die Zeit vergeht schnell. Ich empfehle nochmal meinen Song, When All Is Said and Done, zu diesem Thema. Ja, und da sind wir schon wieder beim nächsten Singing Tuesday. Und den werden wir heute mal ein bisschen umfunktionieren. Keine Angst, es bleibt ein Singing Tuesday. Ich werde schon was singen am Ende. Aber ich habe mir überlegt, ich kann ja in diesem Podcast, der ja von Millionen geschaut wird, machen, was ich will. Und ich habe mal so Bock, so ein bisschen nicht nur über mich und über meine Musik zu erzählen, sondern auch mal über andere Musik zu erzählen. Also so ein bisschen so ein Review Podcast zu machen, aber auch jetzt nicht so diesen klassischen Review-Podcast, sondern wirklich hier mal ab und zu oder regelmäßig Platten vorzustellen, die mir was bedeuten, die mir sehr wichtig sind, die mich geprägt haben. Das können alte Platten sein, die ich schon seit 30 Jahren höre, aber auch ganz aktuelle Dinge. Und ich finde das auch in vielerlei Hinsicht interessant, weil meine Musik ja irgendwo, das habe ich ja auch schon oft gesagt und es ist ja auch definitiv so, sich sehr schwer tut, ein Publikum zu finden, weil meine Musik sehr ambivalent ist, weil meine Musik sehr viele Stilrichtungen in sich vereint, weil ich keine Grenzen kenne, irgendwie keine Scheuklappen und wirklich Pop, Rock, Metal, Gothic, Singer, Songwriter, meinetwegen Schlager, was immer man will. Das verquicke ich alles und mache da so meine eigene Wintermischung draus. Und da haben scheinbar viele, viele Hörer und Menschen große Probleme mit, die halt etwas engstirniger da unterwegs sind. Was man übrigens im Hintergrund hört, sind die Hühner von hier draußen. Ich weiß nicht, ob das bis ins Mikro schallt, aber wenn, keine Panik, das sind bloß Hühner, da werden keine Tiere oder Menschen gequält. Ja, also und um einfach mal zu verdeutlichen, woher kommt das eigentlich, was hört denn der Winter privat für eine Musik, möchte ich mal so ein paar Platten vorstellen. Wen das nicht interessiert, man kann ja hier auf wunderschönen Spulen einfach zum Song schon vorscrollen. Aber ich will jetzt mal so ein paar meiner Lieblingsplatten vorstellen. Und ich fange an mit einer relativ aktuellen Scheibe, die ist im letzten Jahr rausgekommen. Und ich habe die deshalb ausgewählt, weil die eigentlich schon alles direkt auf den Punkt bringt, was meine Musik ausmacht und was meine Musik vielleicht auch ein bisschen schwierig macht. Das ist, die Platte hat mich komplett weggeblasen, komplett umgehauen. Es ist für mich das Album des Jahres 2022. Ich höre die rauf und runter immer noch. Es ist ein Killer-Album für mich. Das ist genau mein Ding, weil die Band es da geschafft hat, Heavy Metal, Gothic Metal, Gothic Rock zu verbinden mit Pop-Melodien, mit Schlager-Melodien fast schon. Und das in einer genialen Art und Weise. Da sind Refrains drin, finale Refrains. Das hat mich einfach umgehauen. Killer. Und ich hole die Platte mal. Na, da greife ich hier kurz neben mich. So sieht die aus. Die Band heißt, da geht's schon los, die Band heißt Dampf, wenn man es hier lesen kann. Ja, da ist natürlich direkt die Frage, was will uns dieser Bandname sagen? Und da muss man vielleicht sagen, das ist jetzt nicht der cleverste Bandname, den man sich da ausgesucht hat. Wie spricht man das aus? Deutsch, wirklich treu doof Deutsch, Dampf oder Dampf, ich habe keine Ahnung. Ist vielleicht nicht die glücklichste Wahl als Bandname. Was ich sagen wollte, ist, dass ich habe zu diesem Album, ich habe mal so rumgeguckt im Netz auch und in den einschlägigen Zeitschriften, ich habe noch nicht eine gute Kritik zu diesem Album gefunden. Ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich nur böse Verrisse gefunden. Das war Arschbombe des Monats im einschlägigen Magazin, das ich jetzt nicht nenne, im anderen Magazin, letzter des Soundchecks. Überall Verrisse, Verrisse, Verrisse. Und ja, das ist eben so Winter-like irgendwie. Also nicht, dass ich alles Verrisse gekriegt habe. Ich habe ja eigentlich ganz gute Kritiken gekriegt. Aber trotzdem, es zeigt mir irgendwie, dass so die Metal-Community auf sowas nicht klarkommt. Ja?
Ich finde das Album, wie gesagt, wahnwitzig gut. The Arrival heißt es. Ich finde es nicht nur deshalb wahnwitzig gut, weil der erste Song Winterland heißt, das war nur am Rande. Nein, es ist einfach eine geniale Mischung aus Metal, aus Gothic, Rock und Metal und eben, wie gesagt, absolut zuckersüßen Refrains, die dann kommen. Und die sind so gut, das ist unglaublich. Da sind ja recht bekannte Musiker dabei. Ich glaube, da sind Musiker von Armin Amarth dabei und von Sabaton, von Bathory, glaube ich. Ist eine schwedische Band. Wie gesagt, wie die auf den Bandnamen gekommen sind, das hat auch Nachteile. Zum Beispiel, wenn man bei Amazon nach Dampf The Arrival sucht, dann bekommt man unglaublich viele Dampfbügeleisen gezeigt, Dampfgarer. Die Platte taucht nicht auf, das man nur am Rande. Ja, da hätte man vielleicht, aber das habe ich ja schon gesagt. Trotzdem, das Album empfehle ich eigentlich jedem und es ist genau Winter-like, die Winter-Musiklinie. Ein Rohrkrepierer ist drauf, das muss ich dazu sagen. Also wie gesagt, jeder Song hier, Winterland, Who Am I, Go You Me, Twilight Eyes, Spread Your Wings Over Me, Jerusalem, alles geil. Ein Rohrkrepierer ist drauf und das ist, da gehe ich wirklich zum Plattenspieler und nehme die Nadel hoch und setze den Lied weiter. Da hat man Deutsch versucht zu singen. Selten blödes Lied heißt Steinhaufen, also das hätte man sich klemmen können. Aber wie gesagt, ansonsten große Empfehlung von mir, mein Album des Jahres 2022. So, Dampf. Jetzt zum Gesang von heute. Ja, ich singe was. Und zwar ein Wunsch, habe ich ja gesagt. Heute gibt es wieder einen Wunsch. Geübt habe ich es nicht, aber ich denke, ich kriege das Ding auch so hin. Ein Wunsch von Florian Kolb und seinen Underground News. Die möchte ich auf diesem Wege auch nochmal empfehlen. Das ist also auch ein Videopodcast, den es hier bei YouTube gibt. Ich glaube auch bei Facebook und anderen Portalen. Und den kann ich auch sehr empfehlen. Einfach deshalb, weil das ein... Ja, das sind News, das sind, wie der Name Underground News schon sagt, News aus dem Metal- und Rockbereich. Und eben sehr cool, sehr empfehlenswert, weil das wirklich mal geerdete News sind. Das ist echt, das ist live, das ist cool. Nicht irgend so ein gekünstelter Scheiß, so eine Selbstdarstellung von irgendwelchen Kritikerpäpsten oder Typen, die sich selber da produzieren, sondern richtig ehrlich, richtig cool. Also, und gut informiert wird man da auch noch. Das hat so einen Lokal-Touch, glaube ich, so Richtung Hessen, Richtung Frankfurt oder so. Also die Konzerte, die da genannt werden, spielen sich meist so in der Gegend ab. Aber das macht ja nichts. Er bespricht auch viele Platten. Er weist auf neue Platten hin und Videos. Also einfach mal einschalten, abonnieren das Ding. Und der Florian hat sich zwei Lieder gewünscht. Das eine ist ziemlich unmöglich auf der akustischen zu spielen. Also da wüsste ich wirklich nicht, wie ich das machen soll. Das wäre Child of the 80s gewesen, das geht gar nicht, aber das andere, das kriegen wir. Ist für mich auch so ein Signature-Song von Winter irgendwie, nach wie vor auch mein Lieblingssong von meinem Album des Jahres 2021, das heißt Pale Horse und ist von mir. Nein, Scherz beiseite, aber der Song ist so für mich so irgendwie der, ja, der, wenn einer mich fragen würde, welchen Song von Winter sollte man sich anhören, um ein Bild zu kriegen, dann würde ich immer sagen Unholy Blood und eben diesen hier. War damals auch nicht gerade ein Smash, aber ja, wie gesagt, so ein Signature-Song so ein bisschen. Dark Light heißt der, den gibt's jetzt und das war's. Lange Rede heute und jetzt Musik. Dark Light. I hear the angels calling, a choir of disbelief, and now my soul is falling to ravish and to reign. Lost in the ice cold never, a rusted cage of blood, a skiff in stormy weather. That is all I got. Dark light shining in the dark.
not alive, and it's an endless fight to get rid of the dark light. I see the doors are closing, locked inside a shell, and now my life's exposing a self-created hell. I know there's no tomorrow, hanging by a thread. I was born to drown in sorrow, keep wishing I was dead. Dark light shining in the dead of night. Dark light, and it's an endless fight to get rid of the dark light. Dark Light. Ja, das war's für heute. Beim nächsten Mal dann eine andere Platte, ein anderes Lied, und ich sage Tschüss, bis dahin.